Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Servarium mit einem Skuldur wieder. Ich klicke gleich auf Spielen, damit wir nicht zu lang suchen. Nochmal auf Spielen suchen. Das vergesse ich gerne nochmal auf Spielen. Hallöchen. Achso, ich dachte, du suchst schon die ganze Zeit. Ich habe jetzt auch gleich gefunden. Das ist gut. Oh, das Team Deathmatch in der Festung Tarakanowski. Alter, ich habe das gerade richtig gut ausgesprochen. Aber richtig hart. Alter, holy shit, Mann. Lol. Was ging jetzt so schnell? Was nehme ich? Die Musik ist aber echt cool. Ich weiß jetzt nicht, welche Waffe ich nehme. Ob ich jetzt Snipper nehme oder ob ich jetzt die... Na, ich glaube, ich nehme die Puff-Puff. Ich nehme die Bang-Bang. Oh ja, die ist geil. Oh ja, die ist Hammer. Ja, also, mir ist aufgefallen, dass das Verwahrung-Video von... Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist. Aktuell... 1850. Nee, wir reden nicht über Anno 1800. Aktuell richtig gut ankommt bei euch. Mich freut's tierisch. Und dafür dachte ich mir mal, nehmen wir mal wieder eine Folge Servarium auf. Yes. So, wie zielt man? Rechte Maustaste. Sehr gut. Ich glaube, ich kann wieder alles. Ja. War da schon der erste Lul. Hat schon der erste Typ auf mich geschossen. Oh Gott, ich bin auch schon tot. Krasser. Hä, wo war der? Lol, wo kommen die alle her? Lol. Oder war ich schnell? Ich liebe diese Waffe, wenn man einfach so viel Muni hat. Ey, was meinst du? Okay, jetzt kommen da langsam ein bisschen viel Leute. Mich dat das mal furchtbar interessieren, wieso ihr alle so warm, also mich freut's unheimlich, aber wieso sucht ihr alle nach Servarium, beziehungsweise interessiert ihr euch so für Servarium? Überlegt ihr euch das zu holen oder wie seid ihr auf Servarium aufmerksam geworden? Weil das wäre echt interessant, ja. Es ist ja eigentlich jetzt nicht so ein AAA-Game oder wie sagt man vor allem, da? Es ist jetzt schon seit Jahren draußen und die Spielerzahlen bleiben eigentlich konstant und eher nach unten. Eher weniger und plötzlich ist die Nachfrage nach dem Video so hoch. Trotzdem, da kann er mehr hören. Was? Ah, oh, Mann, hat er voll. Ich hab noch 2 HP. Nein, ich bin verblutet. Der war kurz davor, die Spritze reinzuhauen. Dann verblute ich echt noch, oder? Mhm. Das. Hast du eine Claymore gelegt? Nee, sowas hab ich gar nicht. Ja, weil da irgendwie eine grüne Claymore war. Ey, mir geht's gerade nicht so gut hier. Doch, Alter, meine Waffe ist einfach zu. Geil, vor allem weil sie einfach die Rückstöße so dramatisch gesenkt haben. Aber die haben das Spiel eigentlich wirklich arkadiger gemacht, oder? Die sind gar nicht mehr da. Die sind gar nicht mehr da. Weil früher war das. Die waren richtig hart. So hart. Das war so krass. Da war meine aktuelle Waffe. Ich habe die. Wie heißt RPD oder sowas, also diese fette Maschinengewehr, einfach ultra scheiße, weil der Rückstoß so ultra stark war, dass gar nichts getroffen. Ja, da. Und jetzt ist jetzt einfach drauf, ratter, drei Gegner sind weg. Ja, so ungefähr. Aber. Ich weiß nicht, aber trotzdem ist es nicht so leicht. Also, man stirbt trotzdem relativ schnell. Ja, das stimmt schon. Aber die haben es extrem überarbeitet. Also, wow, der war schnell tot. Holy shit. Früher, das war echt hart. Also, da hat es keine Chance, ey. Die hatten auch. Oh nein, da. 5. Ah, oh, gut, jetzt hatte ich keine Chance. Zu langsam reagiert. Alter, was hat denn der für eine Premium-Waffe? Holy moly. Es gibt ja noch dieses Premium und du kannst die Waffen kaufen, etc. Keine Frage. Du hast dann bessere Waffen, vielleicht. Also, nicht mehr so extrem wie damals. Also, das ist mittlerweile schon. Damals war es wirklich. Da war wirklich, also wer Premium hatte, der war mega pay to win. Also diese Premium-Waffen vor allem mit Visier und sowas, genau. Die haben dich einfach weggeschmissen. Du hattest früher keine Visiere, keine Chance, die waren so schwer zu freizuschalten, da hattest du keine Chance dann. Aber mittlerweile hast du die Möglichkeit freizuschalten, beziehungsweise triffst du auch ohne. Also ich habe natürlich jetzt eins. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich mal gezogen irgendwo, aber das war wirklich Luck. Glück, dass ich das gezogen habe. Ja, also bei mir läuft es gerade richtig gut. Ja, nee, bei mir hält sich das relativ. Oh, Grenzen, ja. Alter, du hast 9-1, holy shit.
Digga, mich gemessert? Kämpfst du oder? Ja, ja, ich kämpfe und die kommen mir immer entgegen und schießt drauf. Weil ich so viel Muni habe, kann ich einfach drei Leute gleichzeitig killen, die hintereinander laufen. Vorräte zerstört. Interessant. Wow! Au, 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 au. Oh, bitte verblute, bitte verblute, bitte verblute. Der darf kein Leben mehr haben. Warte, das sehen wir gleich. Der hat 5 HP. Ne, nicht dein Ernst. Holy moly, was hat der für eine Waffe? Ich glaube, ich snipe gleich nochmal. Ja, es ist wirklich arkade, so leicht Call of Duty-mäßig geworden. Und du hast einfach jetzt mittlerweile auch mit... Du hast nicht so extrem viel Auswahl an Waffen. Es ist wirklich so. Lol, wie fällt der auf Muskel aus? Lul, der hat echt viel ausgehalten. Kurz in Deckung gehen. Lol, wie fällt der auf einmal so viel aus? Alter, ich hab ihn davor die ganze Zeit weggerotzt. Auf einmal schieß ich drauf, nichts passiert. Genau, aber mittlerweile ist das fast wie ein Call of Duty. Deathmatch, also jeder macht Plays. Jeder macht Kills. Wie ihr selber seht, es geht. Ist nicht mehr so krass pay to win. Es kann mal sein, dass du vielleicht in ein Match reinkommst, wo die anderen wirklich Überhand haben. Man merkt auch, dass die Waffen kaufen und Premium-Waffen haben, aber die haben nicht mehr so solche extremen Vorteile dadurch. Das ist geil. Dann macht's Bock. Wenn es ein bisschen ausgeglichen ist. Dann macht's wirklich Bock. Ja. Oh. Nein, oh ja, Gott sei Dank, ich habe gerade nachladen müssen. Cool, mit der Pistole eingekillt. Er ist halt Scharfschütze, ich weiß nicht, ich sehe die Leute nicht. Lull. Schon wieder mit der Pistole. Gott sei Dank bin ich die vorgelaufen. Holy moly. Hehe, und die Anomalie tötet mich gleich. Das war knapp. So. Toll, jetzt kommen die ganzen Verbündeten da. Oh, nein, lauf da weg. Leben. Oh, Gott sei Dank. Hinter mir? Nein. Ey, auf der Minimap habe ich gerade einen hinter mir gesehen. Ober mir, links, was? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Doch, da ist einer, habe ich es auch gewusst, Alter. Oh, okay, der hat jetzt natürlich... Okay, wow, was? Durch gerade Luck des Todes gehabt, weil er sich auch noch geheilt hat. Wenn ich genau gleichzeitig mit ihm raus bin. Den könnte ich mir holen. What the fuck? Alter, was hat der denn für eine Waffe? Geil. Das passiert, wenn man in unseren Spawn rennt. Da-dum. Du-mungo. Boah. Muss ein bisschen mehr mit der Minimap arbeiten. Oh ja, die bringt's richtig in dem Game. Hier schreckt mich immer wieder, wenn Leute von mir um die Ecke kommen, das ist meine Teammitglieder. Bam, Alter, ich liebe diese Sniper, ey. Diese One-Hit-Sniper, die ist so geil. Also die macht nicht immer One-Hit, manchmal überleben die auch, aber das ist meistens verbluten sie noch an den letzten 5 HP, die man noch hat. Alter, was haben die denn für Waffen? Okay, manch... Also es gibt da schon manche Premium-Waffen. Ja, also grad... es gibt manche Premium... Lull, ich glaube... Also die grad... machen gerade richtig Fettschaden. Ja, also die hauen richtig rein auch. Manchmal Visiere zum also Beispiel der hier. Das ist nicht... Guck mal, der hat zu durch, und... Ich werde nur durch Premium-Waffen gerade gekillt. Wirklich. Aber weil es einfach viel mehr Schaden macht. Ich fange davor an zu schießen, man sieht es richtig in der Killcam. Das ist irgendwie... Das stimmt, leicht stimmt traurig. Aber es ist einfach nicht so schlimm wie früher. Es geht mittlerweile. Man kann noch... Jawohl, der eine ist noch verblutet. Zack. Ich hab ihn doch gerade gesehen. Oh Gott. Jetzt muss ich mich kurz, weil ich kurz gewackelt hab. Ich hab mich reingepackt. Lul. Der eine hat ja natürlich Ultra-Zoom. Das ist mein Problem gerade ein bisschen. Alter, ich fang doch schon als erstes an. Also. Ich versteh's gerade nicht. Wie kann das sein? Jetzt. Erstmal, oh, Alter, ich bin voll gut. Und jetzt? Ja, irgendwie, was ist da los? Die halten davon so viel aus.
Und ich ziele echt noch auf den Kopf und treffe auch die ganze Zeit. Also was jetzt auf einmal los ist schon wieder? Tja, ich kann es dir nicht sagen. Bei mir läuft es einigermaßen gut. Hin und wieder kriege ich ein Fressbrett, aber ich teile auch aus, meines Erachtens. Also, da komm, ich hab dich genau gesehen. Komm raus. Ja, ich hab Angst, dass da oben auch noch... Ah, da war noch einer. Nein, jetzt war er doch schneller als ich. Ah, schon wieder der Schnipper. War der? Hab ich mir doch gedacht. Boah, der war aber schnell. Der war richtig schnell. Ich mag auf die Seite. Eindeutig besserer Sniperpunkt. Ich weiß nicht, ob der auf Ort und Stelle war. Der wird schon gekillt worden sein, denke ich. Ich traue mich aber nicht. Ich. Oh, da war gerade einer. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber auf der rechten Seite ist besser zum Snipen und auf der linken. Weil links. Eigentlich spawnt hier soweit. Genau, da hat er gespawnt. What the fuck, wo ist der? Das war der Sniper. Der kommt gleich um die Ecke und bam. Weil der. Echt, da guckt das meine ich. Da war er schon wieder. Das habe ich genau gesehen. Der war da. Aber ich glaube, der wurde gerade rausgenommen. Bin ich mich ganz täusch. Aha! Jemand mit der Granate rausgenommen. Oh Gott! Granate! Der hat natürlich. Nein, nicht Granate! Nein, ich wollte 5 drücken, nicht 4. Hoi! Lol. Ich habe gerade Teamkill gemacht, weil der eine einfach vor mich hingelatscht ist. Ah! Wieso tun Leute das? Sieht doch, dass ich schieße. Ja, das ich schieße ja. Und dann läuft der mir rein. Ja. Oh, okay, der ist schon tot umgefallen. Jetzt kommen gerade keine Gegner und ich weiß nicht genau warum. Ich weiß nicht, ob die jetzt nur auf eurer Seite sind. Lul. Ja, ist bei mir war eine krasse. Was hat der für einen Boost? Gegner. Holy shit. Lol, einer von uns, der hat irgendeine Anomalie aufgenommen. Der rennt da durch. Ach so. Wie so Flash. Oh, da ist irgendjemand mit dem Sniper unterwegs. Wenn ich jetzt vorgehe, da sterbe ich, das sehe ich. Ja, der mit der Sniper, der ist richtig gut, Alter. Der hat auch so eine Premium bisher. Ah, oh, so ein. Ach, Mann. Jetzt, wo er wahrscheinlich rausge. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Ich werde mal wieder die da nehmen. Die wisst ihr schon. Oh, lol, hab ich gerade geschossen? Nee. Und renn mal ein bisschen vor und schauen mal, was da so gibt. Ja, natürlich. Jetzt renne ich wieder verkehrt vor. Lol. Hä? Der war wieder der Sniper? Lol, nee, der campt da nicht. Ey. Lol. Wow, was zum... Lol. Was ist das? Das ist ein Sensor, der markiert Gegner. So ein kleiner Camper, ohne Witz. Oh, Gott sei Dank habe ich den jetzt. Das hat er so. Ach, verdient. Das war ein Verbündeter, der auf mich geschossen hat. Hä? Hey, was? Granate. Du musst das regeln. Das ist eigentlich ganz lustig, aber von den Namen her weiß man schon, dass relativ viele Russen das Spiel Ja, spielen. Ja, das ist voll russisch, das Spiel. Russische Entwickler, ne? Ja. Alter. Nicht schlecht. Was hab ich jetzt gemacht? Lul. Oh komm, den hab ich angehört, den kriegst du. Hä, was? Jetzt gekillt. Jetzt läuft's bei mir auch nicht so ganz. Viel Pech. Die sehen mich immer von der Seite. Ach, das war schon wieder der. Oh. Einfach weg und dann wieder da. Durch Zufall. Ich opfer gerade die ganzen Verbündeten. Die sterben immer, dann lädt der Gegner nach, dann komme ich um die Ecke und sag: Surprise, Motherfucker.
Das habe ich jetzt glaube ich schon 5 Mal gemacht. Weil es einfach so gucken. Waffen Ey, haben mit so richtig wenig Muni. Was mir krass auffällt gerade so ein bisschen, dass es ein bisschen camperlastig ist. Also die hocken sich in Ecken und warten, bis du vorbeiläufst. Also das ist hart. Das merke ich krass. Ne, ich muss sagen, ich camp auch ganz gut. Weil die kommen, ich komme eigentlich auch gar nicht nach vorne. Ich lade immer nach, möchte wieder nach vorne, kommst du schon wieder? Na gut, die 10 Sekunden möchte ich hier noch überleben. Ja, ich denke nicht, ah, aber ich mag auch noch einen Kill. Ja, nein! Nein! Ohne Witz. Das soll ich mich gerade fragen, hey, wieso freust du dich, dass du verreckst? Nee, nee, weil er ist rein und ich hatte einfach, ich war geduckt und habe einfach Dauerfeuerwaffe machen können. Und das war schon dieses volle Weiße, ne? Also, dass ich den eigentlich schon so gut wie tot habe. Und der hat mir dann wahrscheinlich, und da ich geduckt war, hat er mir einfach einen Headshot reingedrückt. Oh, ja. Das hat mich jetzt geärgert. Das hat mich jetzt tot geärgert. Oh, ich habe einen Schalldämpfer gewonnen. Lul. Aber jetzt habe ich doch ein bisschen. Ja, gut. Ja, aber für dich, Lieber, ganz ehrlich, du brauchst dich echt nicht beschweren. Was bist du für eine Kackfotze? Was ist möglich? Habe ich mich beschwert? Ey, ich habe mich voll scheiße, Premium. Ja, die 7 Kills. Ich bin ja von, was weiß ich, auf 12, von 12-1, glaube ich, dann auf 15. Ich war ja am Anfang so Durchschnitt, dann war ich richtig gut, auch mit der Sniper, dann kam keine mehr. Und da dachte ich mir, jetzt bretsche ich mal ein bisschen vor mit meiner MP, aber die hat mich dann eigentlich auch nur wieder Leben gekostet. Oh. Sieg Team Deathmatch. Also du bist nicht so schlecht wie Okrov-P. Ach, der, ja, der, den kenne ich. Du weißt, wen du meinst. Da ist die Silencer. HK MP5-Schalter. Ein Heckel und Koch MP5-Schalldämpfer. Ich habe keine Heckel und Koch MP5. Habe ich sowas? Oh, ich habe eine Heckel und Koch MP7. Schaden, aber ist die schlechter als wie die? Die ist eigentlich in allem schlechter. Rüstungsdurchbohrung ist die besser. Schussrate ist die besser. Reichweite ist schlechter. Magazinkapazität ist schlechter. Gleich, schlechter, gleich, schlechter. Mündungsgeschwindigkeit. Ja, ich weiß nicht. Nee, ich kann mit der einen echt am besten umgehen, weil die, keine Ahnung, die ist wirklich gut. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt gerade keinen Timer gestellt. Ich weiß gerade nicht, wie lange wir schon spielen, aber ich darf noch eine Runde dazu tun. Ich glaube, das war jetzt relativ schnell. Würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Ja. Ich weiß es gerade auch nicht. Ja, also 20 Minuten oder so waren es, glaube ich, schon. Ja, gut, oder? Dann lasse ich das in einer Folge. Wurscht, da war es halt nur 15 Minuten oder so. Cool, danke fürs Zuschauen. Man sieht sich in der nächsten Folge, darf ich sagen. Ob es jetzt zur Warum ist oder ein anderes Spiel, sehen wir dann. Fazit, Spiel ist immer noch geil, 2019. Gefällt mir gut. Haben sie um einiges verbessert. Man kann seinen Spaß haben. Wenn man Call of Duty mag und schnelle Shooter, dann ist das ein gutes Spiel. Sie haben es wieder besser gemacht, muss man sagen. Es ist besser geworden. Es lohnt sich echt wieder reinzugucken. Ja, es lohnt sich mal reinzugucken. Also wer Bock auf das Spiel hat, und sich das mal vielleicht nicht sicher ist, vielleicht ist so, oder die vielleicht auch damals gespielt haben und auch aufgehört haben, weil es kacke war und die mal jetzt mal gucken wollen, so, ja, waren 2019, haben sie was gemacht, ist was besser geworden, könnt ihr ruhig mal wieder runterladen, euch auch selber nochmal spielen und dann euch selber ein Bild machen, ob ihr findet, ob es besser geworden ist. Macht das mal und ich würde es mal empfehlen, ladet es runter und gut ist, probiert es selber aus. Ist jo. Geil, also mir macht es noch Bock. Ist jetzt nicht mehr so, dass wieder. Ich jetzt... Ja, wieder. Ja, weil damals, ich habe 75 Stunden in dem Spiel. Ungefähr. Krass. Eigentlich. Und damals habe ich echt viel gespielt und dann gab es halt diese, wo keine Chance mehr hattest und dann nur gegen Bots gespielt hast. Das war dann nur noch Pay to Win? Genau, voller Bots. Aber mittlerweile gar nicht mehr. Also ich muss wirklich sagen, mittlerweile, wenn du ein bisschen Aim hast, dann geht's. Geht's, ja. Dann kannst du auch mal... Wenn du natürlich so ein Anfänger bist oder so, ist der Warum schon, glaube ich, schwer.
weil du wirklich schnell tot bist und du musst halt echt schnell reagieren. Na, dann lieber auf Call of Duty setzen, weil da kriegst du 100 pro mal Kills. Aber hier ist eigentlich fast wie Call of Duty, nur ja, einfach ausprobieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.